Hallo Freunde der kleinen Bäume. Eben habt ihr schon die Mädchenkiefer gesehen. Und ich würde jetzt hier gerne noch etwas dran optimieren, aber ich habe leider gar nicht so wirklich eine Ahnung, was ich mache. Und deswegen rufe ich jetzt jemanden an, der mir eventuell helfen kann. Holger! Ja, genau. Du, ich sitze hier gerade mit meiner Mädchenkiefer und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich würde da gerne noch ein bisschen was dran optimieren. Hast du eine Minute Zeit, dir das mit anzuschauen? Ja, ja, super, genau. Dann würde ich sagen, ich beam dich gleich nach dem Anruf direkt hier rüber. Leg das Handy weg, keine elektronischen Geräte, das funktioniert sonst nicht. Und dann sehen wir uns gleich. Danke! Ja Mensch, Holger, schön, dass das geklappt hat. Hi Sebastian, ich bin begeistert. Nett wohnst du hier, wunderschön, hey, klasse. Willkommen in der Schweiz. Hätte ich das früher gewusst, dass das so einfach geht. Ich glaube, ich beam mich öfter zu dir. Was gibt's? Ja, das ist die Mädchenkiefer. Ich würde ganz gern irgendwas an der machen, ein bisschen optimieren. Und ich habe aber nicht wirklich eine Ahnung. Und du als Profi, habe ich gedacht, könntest mir vielleicht helfen. Naja, also zunächst mal müssen wir mal den Profi jetzt kurz interpretieren. Das ist natürlich vollkommen falsch, weil wenn, dann bin ich ja maximal fortgeschrittener Anfänger und nicht unbedingt der ausgewiesene Kiefernexperte. Aber Sebastian, ganz ehrlich, du hast hier einen richtig schönen Baum. Und bevor wir den richtig beurteilen können, solltest du den einfach mal ein bisschen ausputzen. Tote Ästchen, braune Nadeln. Oh, ich glaube, da musst du erst mal ein bisschen Licht reinbringen, damit wir das richtig beurteilen können. Okay, also einfach die alten Nadeln weg. Aber ich würde schon ganz gern auch noch so ein paar Äste abschneiden. Also kann ich vielleicht irgendwo, was kann ich hier wegschneiden? Er ist ja auch einfach zu viel mittlerweile. Ja, also vor allem oben hat er ein bisschen viel, wenn ich hier gerade so reinschaue. Hätte er auch so ein paar Stellen, wo er an einem Punkt 3, 4, 5 Äste hat. Da würde ich den einen oder anderen mal wegnehmen, setze eher auf die dünneren Äste, wobei hier hast du einen wunderschönen, der schon ganz toll verzweigt ist, Drahten, ein bisschen drehen. Und ja, auch hier so Bäume, wo so am Scheitel zum Ast wachsen, auch nicht so dolle. Selbst der hier, den würde ich mir auch schon überlegen. Und einfach eins nach dem anderen. Und du kennst mein Motto, dir muss der Baum gefallen. Nicht mir, nicht jemand anders, dir soll doch gefallen. Hey, super, ich glaube, das hilft mir schon mal wieder extrem weiter. Würde ich sagen, ich klaue dir nicht weiter deine kostbare Zeit, weil deine Koi, die wollen auch noch was von dir haben heute. Ja, ich muss noch ein bisschen Füße in den Teich hängen und Koi füttern und ach, weißt du, bei so diffizilen Aufgaben ist man auch besser alleine. Also vielen Dank für den kurzen Trip und ja, wir sehen uns. Ich hoffe es doch, super. Ciao. Ciao, Holger. Ja, ich würde sagen, ich hole euch ein Stück ran, zeige euch die Stellen, die Holger gerade gezeigt hat und danach geht's ans Eingemachte. Ja, das hier ist zum Beispiel die eine Stelle, die der Holger gerade meinte. Heißt, wir haben hier einen Ast, der eigentlich ja, weder zum Ast noch zum Stamm gehört, sondern direkt dazwischen. Und auch dieser hier vorne, meinte er, wäre eventuell schon grenzwertig. Und auch eine Etage höher haben wir so einen, wo dieser hier einfach viel zu nah am Hauptstamm ist. Jetzt kann man natürlich noch diskutieren, ob der Ast hier generell schon zu viel in der Biegung hier drin ist oder ob das noch in Ordnung ist. Aber ich werde ihn erstmal mit dran lassen. Und die Stelle, wo einfach viel zu viel aus einem rauskommt, ist hier. Wir haben hier 1, 2, 3 und hier hinten den 4. plus den kleinen 5. Ast, die alle von einer Stelle kommen und hier werde ich mich dann von 5 werde ich mich mindestens von 2 quasi trennen müssen, auch damit ich an der Stelle keine zu starke Verdickung bekomme. Ja, und was es mit dem Saubermachen und Putzen auf sich hat, kann man hier eigentlich ganz schön sehen. Ich habe hier so ein paar Nadeln, die sind vom letzten Jahr, die sind letzten Herbst gekommen, ziemlich kurz, haben es dann nicht mehr geschafft, sich richtig auszubilden. Haben auch eine nicht so schöne Farbe und wenn ich die anfasse, dann kann ich die ohne großen Kraftaufwand einfach festhalten und sie gehen schon fast von alleine ab.
da werde ich jetzt quasi durch den ganzen Baum gehen müssen. Was hier noch ist, die Nadeln vom vorletzten Jahr sind auch noch hier unten dran. Da werde ich einfach schauen, so wie hier, einfach mal reinfassen und schauen, welche Nadeln lassen sich eigentlich, ohne dass man großartig Kraft braucht, direkt abziehen. Und so wird jetzt der ganze Baum durchgeputzt, dass einfach mal alle Nadeln, alten Nadeln raus sind. Man sieht, dass wenn ich hier reinfasse, einfach die Nadeln, die ganz einfach sind, werden entfernt. Und dann sieht der Baum auch schon gleich nicht mehr ganz so voll aus. Aber dafür stelle ich jetzt wieder ein Stück zurück und das Ganze im Schnelldurchlauf. Jetzt schaut er auf die Vorderseite. Ich habe den Baum soweit erstmal ausgeputzt und eigentlich alle Nadeln, die schon fast von alleine abgingen, abgezogen. Und jetzt will ich noch so ein paar Äste, die dann doch zu viel sind. Man sieht das hier ganz gut. Der Ast, der kommt eigentlich direkt aus der Biegung. Und im Prinzip habe ich hier meine erste Ebene, zweite Ebene, dritte Ebene, wobei die zweite auch schon, ja, kontrovers diskutiert werden dürfte, weil die halt auch schon aus der Biegung kommt. Aber das hier ist einfach zu viel. Das heißt, den nehme ich jetzt direkt am Hauptstamm ab. Ist auch nicht ganz so ein großer Verlust. Jetzt haben wir hier, wie von Holger angesprochen, den Ast, der quasi direkt zwischen Stamm und ersten Ebenenast rauskommt und dann auch noch nach oben wächst. Das heißt, auch den werde ich mal komplett, wie Holger sagt, aus dem Spiel nehmen. Jetzt habe ich hier auf meiner zweiten Ebene habe ich eigentlich eine recht schöne Verzweigung. Da könnte man auch drüber streiten, ob das nicht vielleicht zu viel ist. Was auf jeden Fall zu viel ist, ist dieser hier. Da ist auch nicht mehr viel dran. Der wächst direkt nach oben. Und deswegen darf der jetzt auch gehen. So, von der Rückansicht nehme ich mal so ein bisschen hier runter. Und ihr seht das, der hier wächst direkt nach oben. Auch den nehmen wir raus. Und an dieser Stelle, da hatte ich gehofft, auf dieses Jahr noch irgendwas passiert. Aber der Knubbel hier, der direkt nach außen zeigt, nicht so toll. Der kommt weg. Und auch hier oben in der Spitze räumen wir etwas auf. Nicht viel, aber weg damit. So, und die Stelle, die Holger angesprochen hat, wo 4 oder 5 rauskommen. Ich habe hier vorne hatte ich den ersten Ast von dieser 4er-5er Kombination schon mal entfernt. Und jetzt wächst hier direkt, das ist quasi der 5. Und auch den nehmen wir raus, so dass wir jetzt am Ende noch die 3 hier haben. Und da will ich mich heute noch nicht entscheiden, das lasse ich mir noch etwas durch den Kopf gehen. Ja, das ist mal die Ausbeute, hier doch den ein oder anderen toten Ast noch entfernt, kleine, die direkt nach oben gewachsen sind oder zu nah am Stamm. Das wird es für heute erstmal gewesen sein, denn jetzt wird es mir hier doch in meiner Ecke etwas zu ungemütlich. Aber ihr müsst nicht lange warten, denn für euch geht's direkt im Anschluss weiter. Ihr seid ja auch schon wieder am Start. Neuer Tag, neues Glück. Und heute wollte ich noch ganz gerne ein bisschen Draht anlegen. Den Ast hier, den wollte ich ganz gerne noch ein bisschen runterbringen. Und auch bei dem hier wollte ich schauen, ob das noch ein bisschen nach unten geht. Und die 2 hier hinten wollte ich ein bisschen mehr nach hinten bringen. Und ich denke dann oben hier auch die Ebene etwas runter und hier noch etwas, sodass ich ein bisschen besser in die Ebenengestaltung komme bei dem Baum. Ja, ich würde sagen, für euch
gibt das Ganze jetzt im Schnelldurchlauf. Ich mache das hier ganz in Ruhe und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die unteren zwei Ebenen habe ich gedrahtet. Der ist deutlich tiefer gekommen als vorher. Den habe ich auch noch ein bisschen runtergezogen. Die hier hinten, so ein bisschen hier zur Seite und nach unten. Die haben zwar keinen ganz optimalen Sitz, weil die hier eigentlich direkt aus der Biegung rauskommen. Aber wenn ich den komplett wegnehmen würde, dann wäre hier hinten ja eigentlich gar nichts mehr. Und von daher sage ich jetzt einfach mal, die Regel zur Gestaltung ist zwar ganz nett, aber bei dem Baum so nicht wirklich anwendbar. Von daher bleibt der einfach mal dran, beziehungsweise sogar die beiden. Nicht schön, aber mir gefällt's. Und was hat Holger gesagt? Es muss vor allem mir gefallen und mir gefällt's so, von daher darf das so bleiben. Aber hier hinten bin ich jetzt noch ganz stark am Überlegen. Ich bekomme diesen Ast hier eigentlich genau in der Mitte zwischen dieser Ebene und dieser Ebene. Und der ist so, ja, genau dazwischen. Und ich bin jetzt schon 5 Minuten überlegen, ob ich den komplett rausnehme. Ich den jetzt hier einfach mal mit zur unteren Ebene ziehe. Sieht man jetzt schön, dass ich hier die Ebene und hier die Ebene habe. Oder ich würde ihn mit nach oben nehmen, zur oberen Ebene. Oder aber er wäre gar nicht mehr da. Dann würde ich einfach schauen, dass ich die zweite Ebene noch ein Stück runtergezogen bekomme. Ich glaube, das werde ich auch machen. Das heißt, der Kandidat hier kommt jetzt einfach mal raus. Ich bin mit der Entscheidung ganz happy. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Könnt ihr noch erkennen, wo er gerade war? Also hier an dieser Stelle quasi. Sieht jetzt um einiges aufgeräumter aus. So, ich werde mich jetzt noch ein bisschen um die Spitze kümmern. Okay, die nächste Entscheidung ist gefallen. Dadurch, dass das ja die Vorderansicht ist und mir hier dieser eigentlich viel zu dicker Ast direkt nach vorne wächst und der auch noch ziemlich viel Grünmasse hat. Ich möchte ihn jetzt aber nicht einfach abschneiden, sondern ich habe mir gerade überlegt, dass ich hier an der Mädchenkiefer einfach noch so einen kleinen Totholzast machen werde. Der schaut dann zwar auch nach vorne, ist aber nicht ganz so dominant, als wenn das jetzt hier alles voller Grünmasse ist. Und ihn einfach nur ganz abzuschneiden wäre zu schade. Wir machen da jetzt Totholz von. Dafür hole ich euch noch ein Stück näher ran. Ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen auf dem Video. Hier geht mein Hauptstamm lang und eigentlich diesen Knick hier weiter nach oben. Und der dicke hier, der ist eigentlich schon dicker als der Part, der weiter nach oben geht. Und hat auch entsprechend viel Grünmasse hier dran. Und von dem werden wir uns jetzt, wie gesagt, nicht ganz trennen, aber wir werden da einen Gin draus machen. Der Ast ist weg. Wir haben jetzt eine
kleine Totholzpartie. Und ja, mir gefällt es eigentlich ganz gut. Meine neue Vorderseite habe ich euch jetzt gerade mal so hingedreht. Also vorher war es ja so. Und ich würde jetzt so ein paar Grad weiter in diese Richtung, dass man hier wirklich schön diesen Schwung von der Seite sieht. Hier die offene Seite hat und das gefällt mir jetzt eigentlich schon alles ganz gut. Das letzte, was ich machen werde, ist, ich habe hier oben noch einen, der aus diesem Knick direkt hier wieder in der Innenseite wächst, der aber noch nicht allzu dick ist. Den werde ich jetzt auch noch rausnehmen. Und ich würde sagen, damit belasse ich es jetzt erstmal. Der Baum darf jetzt ganz in Ruhe weiter wachsen. Nicht zu viel auf einmal. Ich finde, ich habe genug abgeschnitten dafür, dass so eine Mädchenkiefer doch extrem langsam wächst. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Baum genauso gut wie mir. Ist mein erster fertiger gekaufter Bonsai gewesen. Und ja, ich hoffe, dass er mir noch lange erhalten bleibt, weil er doch wirklich eine richtig schöne Form mitbringt. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß mit euren Bäumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Sebastian.